6 heute auf unserem Sonderrundflug hier von Leipzig nach Leipzig-Halle. Das ist nicht der öfteste Flugweg, den man hier normalerweise wählen kann. Im Namen der gesamten Besatzung der Sunde, der Fly Air 41 des Flughafen Leipzig begrüßt und recht herzlich hier an Bord. Ja, ich freue mich, dass Sie hier alle an Bord sind. Ich hoffe, Sie freuen sich. Ist das für einige der erste Flug? Einmal Hamburg? Ja, da werden Sie sich freuen, dann kriegen Sie das volle Flugpaket zu spüren. Genau. Wir haben heute eine Flugzeit von voraussichtlich 30 Minuten. Kurz zur Flugstrecke. Wir werden in Richtung Osten rausstarten. Wir werden einmal kurz eine Kurve über Leipzig machen, damit Sie Leipzig von der besten Perspektive sehen können. Wir werden heute auch nicht groß raussteigen. Wir werden auf 3000 Fuß bleiben. Das sind ungefähr 1 Kilometer an Höhe. Das heißt, Sie werden heute die besten Sichten zu erwarten haben. Genau, zum Schluss werden wir noch einmal einen Go-Around fliegen, aber das erkläre ich Ihnen gleich nochmal. Genau, das wäre soweit zum Flugplan. In Kürze schließen wir dann die Türen. Da werden wir kurz, dass wir dann Cannon Go All Out im Park, im Flight. Das ist der Moment, wo quasi die Rutschen in die Türen eingehängt werden, dass so das jetzt im Notfall, wenn das Flugzeug evakuiert werden muss, dass die Rutschen dann dementsprechend ausfahren. Sobald wir an der Parkposition sind, werden sie dann wieder quasi in den Park gestellt, sodass sie dann auch nicht ausfahren, wenn wir quasi die Treppe herangefahren bekommen haben. Das wäre nicht so gut. Genau, dann einmal werden wir gleich unsere Rollfreigabe erhalten, werden dementsprechend hier zurückgepusht werden, werden dann zur Startbahn 08 rollen und werden dann dementsprechend in Richtung Osten, in Richtung Leipzig dann rausstarten. Genau, beim Takeoff werden wir heute einen sogenannten Toga-Takeoff performen. Das heißt, wir machen heute mal Full Power. Normalerweise, wenn Sie jetzt in Urlaub fliegen, dann wird es meist ein derated bzw. ein reduzierter Takeoff sein mit weniger Triebwerksleistung. Aber wir machen heute mal Toga Full Power. Das heißt, Sie werden heute mal sehen, was in so einem HR-319 drin steckt. Wir haben 2 Triebwerke, die Sie da ungefähr, das ist das Ding, was an den Tragflächen dran hängt. Das sind die Triebwerke. 2x 104,5 Kilonewton. Jetzt eine PS-Zahl hören will, die muss ich leider enttäuschen, weil es ist, die Kilonewton-Anzahl beschreibt ja eher den Schub und wir können ja nicht die PS-Anzahl an einer Antriebswelle oder so messen. Genau, zum Wetter, ja, Sie können selber aus dem Fenster schauen, wir haben wunderbares Wetter. Wir haben heute auch eine relativ geringe Luftfeuchte, also Sie können sich merken, wenn wir eine relativ geringe Luftfeuchte haben, dann ist das eigentlich für die Performance des Fliegers umso besser, umso schneller gehen wir quasi hoch. Sie können das mal jetzt mal vergleichen, als ob Sie im Marathon laufen. Wenn ich Sie jetzt hier auf die Bahn schicke zum Marathon laufen, werden Sie bei dem Wetter besser laufen können, als wenn Sie jetzt in Saudi-Arabien stehen bei 50 Grad hohe Luftfeuchte, dann werden Sie nicht die gleiche Performance zeigen, als wenn Sie jetzt hier zum Beispiel in Leipzig stehen. Genau, dementsprechend schnell werden wir dann heute auch raussteigen. Also wir werden wahrscheinlich keinen Kilometer brauchen, ehe wir in der Luft sind. Genau, das ist zum Toga-Takeoff. Normalerweise verwendet man diesen Toga-Takeoff. Also Toga steht für Takeoff Go Around. Nur wenn jetzt zum Beispiel eine extrem kurze Bahn haben
oder wir halt wirklich zum Beispiel eine kontaminierte Runway haben, zum Beispiel Nordfinnland im Winter ist voll mit Schnee, da braucht man dann eigentlich Full Power. Wir haben hier 3600 Meter in Leipzig und da braucht man sowas eigentlich nicht, aber heute zur Feier des Tages probieren wir das mal aus. Genau, zum Abschluss machen wir nochmal einen Go-Around, das werden Sie da merken, da gehen wir noch einmal, noch einmal Vollgas. Normalerweise ist es Durchstarteverfahren, wenn wir zum Beispiel keine Freigabe erhalten haben zum Landen oder die Piste ist noch durch einen anderen Flieger blockiert, dann kommt man einen sogenannten Go-Around, aber heute machen wir Ihnen das auch mal, um Ihnen das zu zeigen. Im Flug werde ich mich dann auch noch mal ein bisschen melden mit einigen Sachen zur Physik dieses Fliegers, werde Ihnen da einiges erklären und ich wünsche Ihnen einen sehr guten Flug. Ich denke mal, wir werden jetzt gleich die Freigabe erhalten und werden dementsprechend dann hier rausgepusht werden. Ich wünsche Ihnen einen guten Flug. Ich hoffe, Sie sind alle motiviert und vielen Dank, dass Sie da sind. On Zunda Special Charter Flight operated by Fly Air 41. Our sightseeing flight over Leipzig and Halle will be 45 minutes. Due to current situation, all passengers from 6 years old are required to keep a mouth and nose covered for the duration of the flight until final deboarding of the aircraft. We also ask you to limit your movements in the cabin to what is strictly necessary. We would like to remind you that this is a non-smoking flight and smoking and the use of electronic cigarettes is not permitted on board at any time. Our best advice at this moment is to sit back and relax, enjoy the flight and make nice memories. On behalf of the whole crew, I wish you a pleasant flight. Meine Damen und Herren, guten Tag. Kapitän Ritze und seine Besatzung freuen Sie sich, das Boot dieses Airbus 319 Maschine auf dem Fly Air 41 durchgeführten Sondercharterflug von Zunda begrüßen zu dürfen. Unser Rundflug über Leipzig und Halle dauert 45 Minuten. Aufgrund der aktuellen Situation müssen alle Passagiere ab 6 Jahren Mund- und Nasenschutz für die Dauer des Fluges bis zu dem endgültigen Aussteigen des Flugzeugs bedeckt halten. Wir bitten Sie auch, Ihre Bewegungen in der Kabine auf das unbedingt Notwendige zu beschränken. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass das Rauchen und der Gebrauch von Erfrischungszigaretten zu keiner Zeit an Bord gestattet ist. Unser bester Rat in diesem Moment ist, sich zurückzulehnen und zu entspannen, den Flug zu genießen und schöne Erinnerungen zu sammeln. Im Namen von der gesamten Besatzung wünschen wir Ihnen einen angenehmen Flug. Times on board. Dieses Flugzeug verfügt über 8 Notausgänge. Diese sind deutlich mit dem Wort Exit gekennzeichnet. Es befinden sich 2 Notausgänge im vorderen Bereich, 4 im mittleren Bereich und 2 im hinteren Bereich der Kabine. Leuchtstreifen an Bord führen Sie notfall zu diesen Ausgängen. This aircraft has 8 emergency exits and they are clearly marked with the word exit. There are 2 emergency exits in the front, 4 in the middle and 2 in the rear part of the cabin. In case of an evacuation, emergency escape path markings will guide you to these exits. Wir zeigen Ihnen jetzt, wie Sie Ihren Sitz verschließen, festziehen und wieder öffnen können. Your seatbelt can be fastened, tightened and unfastened like this. Bei einem eventuellen Druckverlust fallen automatisch Sauerstoffmasken aus der Kabinendecke. Entfernen Sie zuerst Ihren Mund- und Nasenschutz. Ziehen Sie eine der Masken ganz zu sich heran, drücken Sie diese fest auf Mund und Nase und atmen Sie ganz normal weiter. Erst danach helfen Sie Kindern und mitreisenden Personen. In the event of a loss of cabin pressure, oxygen masks will automatically drop from the panel above you. First, remove your face mask. Pull one of these oxygen masks firmly towards you. Place the oxygen masks over your mouth and nose. Okay. And continue to breathe normally. Only then assist children and passengers traveling around you. Eine Karte mit Sicherheitshinweisen befinden sich in Ihrer Sitztasche und enthält Informationen zu Notausgängen, Sauerstoffmasken und der Schutzhaltung. Bitte beachten Sie, dass im Notfall sämtliches Handgepäck zurückgelassen werden muss.
A safety card is in your seat pocket showing the emergency exits, oxygen masks and a brace position. Please note that an emergency, all personal belongings must be left behind. Wir sind darauf hin, dass alle Flyer 41 Flüge nicht auf Flüge sind und diese gilt auch für elektronische Zigarette. Sie dürfen ihre elektronischen Geräte im Flugmodus benutzen. Wenige Geräte heiß werden, beschädigt sind oder rauchend wirken, informieren Sie uns sofort. Bitte schließen Sie nun Ihre Sitzgurt, stellen Sie den Rückenlehnen senkrecht, klappen Sie die Armlehnen herunter, öffnen Sie die Sonnenblenden und klappen Sie die Tische hoch. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einmal, wir wünschen Ihnen einen angenehmen Flug. Please be informed that all Flyer 41 flights are non-smoking flights and it also includes electronic cigarettes. You may use your electronic devices but in flight mode. If you notice that they are damaged, overheating or producing smoke, contact the cabin crew immediately. Now please fasten your seatbelt, bring your seat back in an upright position, fold down your armrest, open the window shades and stow away a table in front of you. We thank you for your attention and once more we wish you a pleasant flight. Deswegen steigen wir ein bisschen höher raus, ist aber kein Problem, weil die Sichten sind ja, wie schon vorhin angesprochen, wunderbar. Cabin Crew, take your seats for takeoff. Genau, das war die dementsprechende Anweisung, dass die Kabinencrew sich hinsetzen muss, dass sie sich mit Start vorbereiten muss und so weiter und so fort. Genau, wir starten jetzt halt mit voller Leistung und ich wünsche Ihnen viel Spaß und ich melde mich dann aus der Luft wieder.
einer letzten Departure. Das ist quasi ein festgelegtes Verfahren, von einem Flughafen abzufliegen. Und gleich können Sie auf der rechten Seite die Stadt Leipzig sehen. Und jetzt haben wir schon den Schub wieder zurückgenommen. Das macht man immer so quasi, sobald man quasi rausgestiegen ist, nimmt man einen Teil der Leistung zurück, um quasi die Triebwerke zu schonen und auf den Sprit zu sparen. Damit steuern wir quasi das Flugzeug, die Lenksachse und damit gegebenenfalls mal nach links oder rechts. Aktuell sind wir ca. 210 Knotenstellen. Für die Leute, die sehr gut in Mathematik sind, mal 2 minus 10%, das sind ungefähr 24, heißt es gerade ca. 370 km/h schnell, mit denen wir hier über ihre Heimat fliegen. Und rum geht's. Eine Wölbung besitzt, entsteht dadurch auf der Unterseite gegen die Luftströmung großer Überdruck und auf der oberen Seite der Tragfläche unter Druck und dementsprechend wird das Flugzeug oben gehalten und dadurch fliegt quasi dann auch ein Flugzeug. Am Ende der Tragfläche sehen Sie dieses schöne Dreieck, das ist dann für den induzierten Luftwiderstand. Es entstehen bei diesem Über- und Unterdruck entstehen dann dementsprechend einige Luftwirbel, die dann quasi am Ende der Tragfläche abgeleitet werden. Und dieses kleine Dreieck spart bereits ca. 2% des Treibstoffverbrauchs ein. Den Flughafen Leipzig-Halle sehen. Aktuell sind wir auf 1000 Fuß. Das so gerechnet in ca. 32% der vorzelnden Meter. Also wir sind gerade in ca. 1,6 Kilometern Höhe. Gesteuert. Das ist quasi der Steuerknöppel hier im Airbus. Das ist wie ein Joystick an einer Computertaste, wie Sie sich vorstellen können. Über diesen werden gewisse Kontrollsignale, mechanische Kontrollsignale abgegeben. Diese werden dementsprechend elektronischen Signalen verarbeitet an einen sogenannten Flight Control Computer geschickt. Das sagt der Name Flight Control. Der kontrolliert die dementsprechenden Steuereingaben des Piloten und leitet diese dann direkt an die entsprechenden Steuerflächen weiter. Zum Beispiel, wenn wir nach links fliegen,
Dann wird dementsprechend ein Signal gesendet, dass der Airbus nach links fliegen soll. Dies wird quasi vom Computer gecheckt und lässt dieses Signal dann dementsprechend zu. Da ist auch eine Sicherung drin, zum Beispiel, wir fliegen ja einen sogenannten Fly-by-Wire-System, das heißt Fliegen auf Draht. Dementsprechend wird dann eine Information zum sogenannten Primary Flight Computer geschickt oder zum Flight Computer. Wir haben Airbus und das neue Bordcomputer gleichzeitig, die alle Eingaben checken und dementsprechend noch abprüfen. Wenn man zum Beispiel, das ist auch eine Sache der Sicherheit, zum Beispiel übermäßige Steuereingaben aus Versehen würden vom Bordcomputer gar nicht akzeptiert werden, sodass wir zum Beispiel nicht in eine zu schnelle Geschwindigkeit gehen oder nicht zu langsam fliegen, um quasi einen sicheren Flugzustand zu ermöglichen. So, dann fliegen wir einmal nach links, da unten sieht schön aus. Da kriegt man schon wieder fast Luft aufs Barometer. Da kommt jetzt der Gossbündner See. Sehen. Ich ging jetzt gleich direkt über die Leipziger Innenstadt, Leipziger Hauptbahnhof. Und für alle RB Leipzig-Fans, wir fliegen auch gleich direkt über das Stadion. Wir sind gerade in 20 Grad Schräglage. Das ist quasi so sogenannter Standard Rate Turn. Der ist immer 20 Grad zur der gegebenen Seite. Und wenn man zum Beispiel mal eine Kurve fliegen muss, beziehungsweise oder nach links oder rechts, um dementsprechend den Endabflug oder in den Abflug, beziehungsweise allgemein einen guten Abflug fliegen. Sind 20 Grad, so der Standard. Übrigens sowohl auch von großen als auch von Kleinfliegern. So,
Seite. Perfekter Start an der RB Leipzig. Jetzt machen wir einmal ein sogenanntes Midfield-Crossing, das heißt, wir fliegen direkt über den Flughafen in den 5000 Fuß, 1,6 Kilometer, einmal oben drüber durch. Und danach werden wir mal in Richtung Halle vorbeischauen. Elemente, womit dieses Hasel drei verschiedene Hydrauliksysteme, um eine gewisse Redundanz zu schaffen, beziehungsweise um eine gewisse Sicherheit zu schaffen, sollte mal ein System zum Beispiel lecken, ausfallen, wie auch immer, dass wir dann quasi direkt auf ein anderes System zugreifen können, das auch gleichzeitig das niedrige Steuerelement mit einspeist. Wir haben auch verschiedene Energiequellen, womit wir quasi unser Hydrauliksystem einspeisen. Einmal holen wir uns die Energie von den Triebwerken direkt. Aber wir haben auch natürlich hierbei mehrere verschiedene Möglichkeiten, wie wir uns quasi an Energie kommen können für unseren Flug. Zum Beispiel können wir einmal die sogenannte Airdriven Pump nehmen, das sind quasi einmal zwei Öffnungen unter der Tragfläche. Dort kann quasi dort kann quasi Luft angesaugt werden und dann pneumatisch kann dann ein Hydrauliksystem betrieben werden. Zum Beispiel haben wir auch noch eine sogenannte Ram Air Turbine. Damit könnt ihr dementsprechend quasi ein kleines Propellertriebwerk, wenn man noch immer das nennen möchte, kann dann dementsprechend ausgefahren werden. Und damit, das bewegt sich dann natürlich wegen der Luftströmung. Und damit können wir dann auch noch zusätzlich Energie einspeisen, sollte auch die andere Sache nicht funktionieren. Aber wir haben dann natürlich auch noch elektrische Motoren bzw. Ladebatterien, womit wir dann dementsprechend unser Hydrauliksystem einspeisen können, um zweifelsfrei feststellen bzw. sicherstellen zu können, dass unsere Steuerelemente alle funktionieren. Das System, mit dem wir fliegen, das existiert schon seit 1987. Dann wurde der Vorgängermodell von diesem Airbus hier, der Airbus A320, der Airbus A319 wurde dann ca. 1994 gebaut. Aber seitdem arbeitet dieses Flugzeug tadellos und es ist noch nie dazu gekommen, dass ein kompletter Hydraulikausfall vorlag.
der Fliegerei nennt man das immer Redundanz, eine sogenannte Mehrfachvorhandensein von gewissen Dingen, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten. Und wir sind dann schon über Halle. Das können Sie heute jetzt gerade besonders gut aus der Linken, von der linken Seite her sehen. Die Landeklappen da. Sie ermöglichen uns quasi die Tragflächen zu vergrößern. Dadurch, ich habe Ihnen ja schon vorhin erklärt, auf der unteren Tragflächenseite wird ein Überdruck erzeugt. Und wenn wir quasi die Landeklappen dementsprechend ausfahren, und das können jetzt besonders gut die Leute im hinteren Bereich der Maschine sehen, die hinter den Tragflächen sitzen, dann vergrößern wir quasi das Auftriebsfeld dieser Tragfläche und das ermöglicht uns einen Anflug mit geringeren Geschwindigkeiten. Geringe Geschwindigkeit heißt dann auch, wir brauchen eine weniger Landestrecke dementsprechend und dadurch fällt uns das Landen einfacher und das erhöht dann auch nochmal die Sicherheit, wenn man mit einer niedrigen Geschwindigkeit anfliegen kann. Jetzt gehen wir nochmal auf den Flughafen Leipzig-Halle zu. Dort werden wir dementsprechend ein sogenanntes Go-Around-Manöver fliegen. Wir werden bis 200 Fuß bis zur sogenannten Decision Height runterfliegen. Was heißt Decision Height? Decision Height heißt eine Entscheidungshöhe. Normal, wir fliegen jetzt ja gerade, haben wir unseren Flugplan geändert auf IFR, Instrumentenflugregeln. Normalerweise könnten wir jetzt in komplett Nullsicht fliegen. Und dort gibt es gewisse Kategorien, wie man einen Anflug fortführen kann. Zum Beispiel, wir führen jetzt einen sogenannten Category 1 Approach durch und dort liegt eine sogenannte Entscheidungshöhe bei 200 Fuß vor. Das heißt, wenn wir bei 200 Fuß Höhe, wieder 32%, ca. 60 Meter über Grund, die Bahn nicht sehen, müssen wir ein Durchstartemanöver durchführen und entweder mit einer niedrigen Kategorie, die weniger Sicht zulässt, oder müssen dementsprechend einen anderen Flughafen ansteuern. Aber wir haben ja heute perfekte Sicht, das wird definitiv funktionieren, aber wir werden trotzdem heute einmal das Durchstartemanöver durchfliegen. ILS drauf, das heißt Instrument Landing System, das heißt wir fliegen nach Instrumenten, die uns dann dementsprechend Anweisungen geben, wie wir am besten die Bahn ansteuern. Sollen wir nach links fliegen, nach rechts, müssen wir hoch oder runter, da kriegen wir dann dementsprechend Anweisungen von den Geräten und empfangen dann quasi die Signale, um dann auf dem Gleitweg zu bleiben und möglichst sicheren Flug darstellen zu können. Ausgefahren, wie Sie es gerade vielleicht merken. Cabin Crew, take your seats for landing. Flugration.
gleich aber eine Runde los. Und jetzt auch wieder Full Power. Dazu den sogenannten Mist Approach. Dort ist aber auch ein gewisser, dort ist quasi auch ein genauer Weg vorgegeben, wie man hinfliegen soll. Weil zum Beispiel, wenn der Tower jemand einem Flugzeug sagt, dass man dementsprechend durchstarten muss oder soll, dann muss der Tower sich auch dementsprechend darauf verlassen, dass das Flugzeug genau die Route abfliegt, die es die bereits schon vorher in flugnavigatorischen Karten festgelegt wurde. Die muss man sich dann dementsprechend auch vor jedem Flug anschauen und muss dann dementsprechend dann auch so das Mist Approach in Gold, das Go-Round-Verfahren abfliegen. Bei uns ist es jetzt so, wir sind jetzt einmal kurz rausgestiegen, fliegen dann jetzt nochmal links rum über Halle und dann kommt die Abschlusslandung. Von der linken Seite habt ihr jetzt immer eine fantastische Sicht auf den Flughafen von Leipzig-Halle. Sie merken, es wackelt ein bisschen. Und die restlichen Turbulenzen, die wir quasi haben, das ist dann wirklich nur die reine Thermik. Auch Turbulenzen allgemein, das sind Unregelmäßigkeiten an Luftströmung. Sind in keinem Fall schlimm für den Flieger. Der Flieger ist mehr als dafür gebaut. Wir würden quasi niemals in eine Turbulenzzone einfliegen, wo diese Flieger nicht gebaut ist. Aber wir sind meistens eigentlich immer weit unter den Limits. Das heißt, hier sind wir auch immer quasi komplett safe drin. Thank you.
Reiniger, was passiert, wenn das Fahrwerk nicht ausfährt? Dafür haben wir eine sogenannte Freeform Extension bei Gravity. Das heißt, sollte mal unsere Funktion, die das Fahrwerk ausfährt, nicht funktionieren, könnten wir das immer noch mit einem, der ist wirklich rum. Cabin Crew, take your seats for landing. So ein Hebel, den haben wir hier vorne direkt. Den müssen wir dann dreimal umrühren, wie die Kaffeemaschine. Und dann würden die Fahrwerke einfach mit der Gravitation, mit der Erdanziehungskraft dementsprechend rausfallen. Und es würde für die Landung mehr als sicher reichen. So, dann genießen Sie die Abschlusslandung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Und dann melde ich mich nochmal kurz an Bord wieder. Und das sind dann ungefähr umgerechnet ca. 230 bis 240 Kilometer die Stunde. Bitte bleiben Sie angeschnallt sitzen, bis die Anschnallzeichen ausgeschaltet worden sind und die Maschine ihre Fahrtposition erreicht hat. Bitte öffnen Sie die Gepäckfächer vorsichtig, damit keine Gegenstände herausfallen können. Und achten Sie darauf, keine persönlichen Gegenstände am Boot zu vergessen. Der Flugmodus auf Ihren elektronischen Geräten kann nun angeschaut werden. Allerdings müssen größere Geräte weiterhin sicher verstaut bleiben. Im Namen von Sunde und heutiger Besatzung danken wir Ihnen, dass Sie mit uns geflogen sind. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Bis nächste Mal und auf Wiedersehen. Ladies and gentlemen, we have just landed in Leipzig. Please remain seated with your seatbelt fastened until the cabin sign has been switched off and the aircraft has reached its parking position. Please be careful when you're opening the overhead luggage compartments because the objects could have moved during the flight and they can fall out. Also check the seat pockets in front of you and make sure you haven't forgotten something from your personal belongings.
Your electronic devices may be used without flight mode now. However, bigger electronic devices should remain safely stowed away. On behalf of Zunda and today's crew, we'd like to thank you for flying today with us. Wish you a pleasant rest of the day. Till next time, and bye-bye. Gleich können Sie nochmal die Autobahn unter uns sehen. Wir sind jetzt über der fahren jetzt quasi über der sogenannten Flugzeugbrücke hier in Leipzig rüber. Das heißt, unten, die in den Autos sehen, sind gleich, wir jetzt hier über rüberrollen und sie sind von oben, von hier von oben die Autos. Ich hoffe, der Rundflug hat Ihnen soweit gefallen. Ich konnte ein bisschen was erklären. Finden Sie gut wieder zurück nach Hause. Haben Sie schon Feierabend, dann morgen guten Start in die Arbeitswoche dementsprechend. Sollte mir schon zu sehr gefallen haben, dass Sie das gleich noch ein zweites Mal brauchen. Nächsten Monat sind wir am 25.05. noch einmal in Leipzig. Vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren. Das hat mich sehr gefreut. Falls Sie nochmal Fragen haben sollten, können Sie gerne einfach eine E-Mail schreiben. Ich werde mich dann kurz ansetzen und die beantworten. Und dann genießen Sie jetzt noch das restliche sogenannte Taxing, so nennt man das, wenn man hier quasi am Flughafen auf dem Rollfeld rollt. Auf der linken Seite können gleich die Leute nochmal sehen, das große, beziehungsweise die großen DHL-Hangars, das ist quasi die große DHL-Base. Und nachher gleich, wenn wir in Richtung zum Parkposten rollen, sollte auf der rechten Seite es noch möglich sein, die zwei Antonovs zu sehen. Wir lassen Ihnen dann nochmal kurz die Möglichkeit, bei unserem Koffer zu schauen.